Hallo zusammen, ich bin Maren von der Firma Gaucho und befinde mich in unserem Restaurant. Das ist an der Nietengasse, ein Steinwurf von der Langstrasse entfernt. Wie es da innen aussieht, das zeige ich jetzt. Im letzten Newsletter ging es um das Filet. Und dort haben wir gelernt, dass der Filetkopf ein Chateau-Stück ist. Und genau um das Chateau-Stück geht es in diesem Film. Wir machen nämlich ein Chateaubriand an einer Sauce Bernaise. Und diese Bernaise, die haben wir noch ein bisschen gepimpt mit Chimichurri. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ab in die Küche! Für die Sauce Bernaise brauchen wir Schalotten, Essig, ein Dezi Weisswein, ein bisschen Pfeffer, dann Butter natürlich. Und eben Chimichurri, 4 Eier, ein bisschen Salz und natürlich den Filetkopf. Den legen wir gerade als erstes mal auf den Grill. Dann fangen wir mit der Essigreduktion an und ein bisschen Öl die Zwiebeln andünsten. Mit Weisswein dann ablöschen. Das Ganze noch mal zum Aufkochen bringen. Dann kommt der Essig rein. Und schlussendlich noch die Pfeffer. Das Ganze wird ein bisschen eingekocht und reduziert. Dass es etwa so aussieht. Dann kommt der zweite Teil. Dann machen wir geklärte Butter. Wir machen die Butter warm machen. Und wenn sich das anfangen zu klären, sprich also die braunen Teile absinken, tun wir jetzt eben ein bisschen Öl vom Chimichurri rein. Das Ganze nochmal wärmen, aufkochen. Und dann kann man es dann bereits schon absieben. Und am besten geht das durch ein Sieb und ein einfaches Haushaltspapier. Das Resultat ist die sogenannte geklärte Butter. Dann tun wir noch die Essigreduktion auch auf die Seite tun, sodass wir eigentlich bereit sind für den dritten Schritt. Jetzt wollen wir Wasser aufkochen und fangen an, die Eier zu verquirlen. Wenn sie so ein bisschen schaumig sind, dann tun wir die Essigreduktion dazu leeren. Weiter quirlen und dann fangen wir es an erhitzen auf dem Wasserbad. Das Ganze geht etwa vielleicht eine Minute, dann wird es ein bisschen senfgel und fängt an dick werden. Ungefähr so. Das ist der Moment, wo wir es wegnehmen. Und jetzt kommt eben die geklärte Butter dazu, die tun wir säuberlich dazu leeren. Und rühren. Sicher etwa 2-3 Minuten ist man da am Rühren, bis man alles drin hat. Und eben dann kommt bei uns 2 Löffel Chimichurri dazu. Noch ein bisschen untereinander machen. Und zum Servieren in eine Sauce parat stellen. Et voilà. Chateaubriand wird klassisch für 2 Personen gemacht und am Tisch tranchiert und dann gerade in Teller serviert.
bedanke mich bei unserem Koch, dem Schmidi. Das ist doch super rausgekommen. Einer meiner Lieblingsköche ist Anthony Bourdain. Und der sagt, Sauce Bernays, die erste wird euch eh abverhehen. Macht nichts, macht einfach die zweite gerade hinterher. Und ich denke, ja, Übung macht den Meister. Aber ihr habt gesehen, so schwierig ist es gar nicht. Ein guter Miteinander.